Servus, welcome back zu einer Werkstatt-Episode, wenn improvisiert. Genau, ich nehme euch einfach ein wenig mit, was ich wenig so an meinem Rad mitmache. Wir machen auf jeden Fall was mit dem Lager, welcher Winter jetzt hat. Freilauf versuchen wir ein wenig leiser zu kriegen. Und ja, ansonsten schon was sonst so was, wenn geht. Pedale, glaube ich, müssen auch noch ein wenig serviced werden. Genau, schauen wir uns halt einfach mal an. Alle, die es irgendwie ein wenig professioneller machen, bitte nicht anschauen. Also wir haben hier meine 240 Hybrid Narbe. Genau, ich habe die Gremme schon ein wenig abgezogen und Gremme schon ein wenig was gemacht, das hat sich immer ein wenig komisch angehört. Und genau, jetzt bin ich aktuell wieder drüber, alles schön mit Fett zusammenzubauen. Was ich schon gelernt habe, zwischen diese Ratchet, da dazwischen kein Fett, weil sonst ja, dreht das Ding durch. Und jetzt probieren wir da hinten rein irgendwie ein wenig Fett zu kriegen. Ja. Geil. Das war wahrscheinlich zu viel Fett an den falschen Stellen. Definitiv, ja. Jetzt machen wir das hier drin ganz bewusst. Einfach einmal rum. Knallen wir die Feder hier wieder rein. Dann kommen die Ratchets, die jetzt hier wieder Fett gezogen haben. Anscheinend ist es echt nicht so geil, wenn die auf die Ratchets selber Fett drauf kriegen. Die wollen schon mal nicht da drin halten, das ist gar kein so ein schlechtes Zeichen. Ja, schauen wir mal. Ja, also, da bin ich. Warum? So, da drauf. Na gut, wollte es eigentlich leiser haben. Machen wir mal einen kurzen Soundcheck. Ich wollte das Ganze halt eigentlich wegen materialschonender fahren. Hört sich gut an, wie ich finde. Ja, ist aber irgendwie trotzdem schon ein wenig zu schön. Ja, wobei, das ist ja eigentlich gut. Hier ist ja eigentlich relativ gut Fett mit drin. Das will ich ja lassen, das ist einfach so. Also da mache ich jetzt ja gar nicht so lange rum. Ja, doch, ich glaube, damit kann man schon echt leben. Warum ist jetzt aber mal laut? Pedale sind mit da, Crankrass Mallet ELS. Genau, ich habe die bestimmt schon tausendmal so auf die Art und Weise ein wenig serviced. Falls ihr die auch habt oder ähnliche habt, zeige ich euch jetzt einmal, was ich da ein wenig so mache. Natürlich muss man als erstes erstmal das Ding hier oben frei machen. Dann nimmt man sich dafür einen passenden Imbus. Das Ding hier macht's auf. So, und dann braucht man dann so eine Nuss. Knallen wir uns jetzt hier mal so eine. Was ist das? Gehen vorne mit dem, ich glaube, sauer 8 drauf. Und dann kann man hier auch richtig spülen, dann die Spindel mit rausziehen. Das ist krass, wenn das Ding wieder so dreckig ist. Ja, wie man sehen kann, ist jetzt immer so in dem Top-Zustand. Wie man sieht, sehen wir nichts. Genau. Wir knallen jetzt halt einmal wieder alles voll mit Fett. Hier müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht zu viel Fett machen.
sonst drückt es oben raus. Hier zu die, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist, wenn wir die Cleats einklicken. General drückt es uns raus und das ist nicht ganz so geil. Damit habe ich auch schon meine Erfahrungen mitgemacht. Genau, kommt das Ding hier dort wieder mit rein. Jetzt drehen wir wieder diese Nuss hier oben drin fest. Muss auch einfach so fest sein, nur dass er eben so das Pedal hält. Dann kommt der andere Case da wieder mit drauf. Genau. Und jetzt haben wir wieder ein Pedal, das wieder geil ist. Übrigens der Grund, warum ich keine Carbonkurbeln fahre. Einmal hier. Aber noch wilder ist es hier drüben. Also das ja, sprengt einfach alles. So. Dann hätte ich das ja mindestens schon 3 Carbonkurbeln irgendwie gebraucht und da. Nee. So, hier machen wir jetzt auch nicht zu viel drauf, sondern einfach nur ein bisschen, dass ich die nicht so krank reinfressen. Wenn ich die jetzt mal aufkriegen würde, wäre gar nicht mal so schlecht. Holy shit, waren die Dinger fest. Alter. Machen wir jetzt dann noch den Rest. Rahmenlager, Winter, sehr anfällig. Lager und Antrieb. Antrieb habe ich gestern schon gemacht. Genau, jetzt machen wir eben Lager, machen die auf, komplett fetten. Von außen auch ordentlich abschmieren, dass die eben mal wintertauglich sind. Sieht mir oben auch, ich habe ja alles von außen mit abgeschmiert, dass eben auch kein Wasser allgemein so mit reinkommt. Genau, machen wir jetzt halt. Viel Spaß. Genau das ist der Grund, warum ich die Creme aufmache. Das ist krass. Wie man es vielleicht sieht, ist das jetzt schon ordentlich zugeknallt hin mit Fett. Liegt einfach daran, dass wenn ich auf der Straße fahre, was im Winter wirklich, wirklich meint, dass da eben nicht so viel dieses Salz-Wasser-Gemisch hinkommt, weil das fetzt die Lage komplett. Das ist komplettes Gift fürs Rad. Wie man es hier dort jetzt hat, eventuell auch gesehen hat, sind die Lager durch. Genau. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich die trotzdem noch einen Winter lang fahren will. Und wenn ich mir jetzt schon ab der zweiten Ausfahrt dann irgendwie wegrosten, dann mache ich nicht mehr ganz so lange mit. Genau, das ist der Grund. Nach dem Prinzip machen wir jetzt alle anderen Lager auch.
Hier unten drin haben wir jetzt auch noch gefettet. Jetzt kommt nur noch mein Ding, Nonplus Ultra für Winter und für Sommer. Tatsächlich für beides, weil das hier unten drin sind ja die Hauptlager und die werden quasi am meisten mit angegriffen. Das war es von meiner kurzen Werkstattmitnahme. Ich glaube, war wirklich notwendig gewesen mal wieder. Bis nächste Woche, haut rein. Servus.